Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP hat ein Problem. Sie sagt, wir wären zu groß, zu teuer und nicht arbeitsfähig. Ich sage mal, wenn ich mich ein Jahr zurückerinnere, habe ich die frisch gewählten Kolleginnen und Kollegen, die in der letzten Reihe gesessen haben, mit der beengten Arbeitsfähigkeit nicht beneidet. Aber das Problem haben wir gelöst. Die FDP sagt, Ausschüsse zu groß, dauert alles viel länger. Da verwechseln Sie, glaube ich, zwei Änderungszustände, die wir in diesem neuen Landtag, im 20. Landtag haben. Dass alles viel länger geworden ist, liegt daran, dass wir eine Fraktion mehr haben. Ich arbeite gerne mit an dem Problem, dass wir die irgendwann nicht mehr wieder haben. Da bin ich wieder bei Ihnen. Nein, nein, ich weise gleich die Schuld jemandem ganz anderen zu. Jetzt machen wir mal ganz locker. Ich bin auch sehr froh, dass es der Direktor beim Landtag mit seiner Mann- und Frauschaft geschaffen hat, dass wir hier auch mit der erhöhten Zahl von Abgeordneten arbeiten können. Dafür noch einmal vielen Dank. Das ist relativ zügig gegangen. Die Ursache, dass wir diese Überhang- und Ausgleichsmandate haben, ist die Schuld der CDU. Also, ich werde Ihnen nicht helfen, mehr Prozentpunkte über die Liste zu erreichen, aber ich arbeite gerne daran mit, dass Sie weniger Direktmandate gewinnen, weil das wäre eine Lösung. Da würde ich gerne mitgehen und hier wieder zu einer Gleichheit von direkt gewählten und listengewählten Abgeordneten zu kommen. Jetzt kommen wir zu dem Lösungsvorschlag, Herr Hahn, den ich habe. Es geht doch darum, dass wir als gewählte Abgeordnete, egal ob direkt oder über die Liste gewählt, nicht nur Volksvertreter sind, sondern den Kontakt, den unmittelbaren Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern haben, damit wir eine Politik machen, die nicht abgehoben ist, sondern die echte Volksvertretung ist. Und ich glaube, da ist Ihr Gesetzesvorschlag kontraproduktiv, indem er nämlich den direkten Kontakt verringert. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt eben gehört haben, Herr Hahn. In Ihrem letzten Satz habe ich ausdrücklich zugestimmt. Über Ihren Gesetzentwurf rede ich noch. Über den anderen werde ich gar nichts mehr sagen, weil er eindeutig verfassungswidrig ist. Darüber, was Sie vorschlagen, können wir uns hier unterhalten. Worum geht es denn, wenn wir über Wahlrecht reden? Wir müssen sicherstellen, jetzt, da wir der Gesetzgeber sind, das gilt für den Bund wie ein Land genauso, dass wir eine Repräsentanz der Bevölkerung sind. Und da sehe ich in unserem Wahlrecht ganz andere Baustellen, wo wir uns Gedanken machen müssen. Da mache ich mir Gedanken, wie erhöhen wir die Repräsentanz von Frauen in unseren Parlamenten. Da mache ich mir Gedanken über eine Herabsetzung des Wahlalters. Und da mache ich mir Gedanken, wie wir es, wie in anderen Nationen schon länger üblich, möglich, dass alle Menschen, die hier leben, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, auch in den Parlamenten repräsentiert sind. Die Zahl. Ich rede über das Wahlrecht. Das ist noch die Frage. Wir müssen, wenn wir über das Wahlrecht von die hier ihren Lebensmittelpunkt habenden, aber ohne deutschen Pass, reden wir über Grundgesetzänderungen, selbstverständlich. Das ist mir auch klar. Ich will Ihnen nur noch einmal vor Augen führen, wenn wir über Wahlrecht reden, muss im Kern stehen, dass wir eine Repräsentanz der gesamten Bevölkerung darstellen. Alles, was diese Repräsentanz schwächt, und zu dem Schluss komme ich bei dem Gesetzentwurf der FDP, ist kontraproduktiv. Und alles, was dazu hilft, Akzeptanz auch von politischen Entscheidungen, auch von uns hier in diesem Haus, auch wenn die Mehrheitsverhältnisse in diesem Haus mir seit geraumer Zeit, oder eigentlich haben die mir noch nie gepasst, nicht passen, bin ich trotzdem aufgerufen, die Akzeptanz von politischen Entscheidungen in diesem Land mit zu verteidigen.
Alle Vorschläge, die in die Richtung gehen, da diskutiere ich gerne mit. Der Vorschlag der FDP ist kontraproduktiv. Wenn wir Geld sparen wollen, streichen wir als Haushaltsgesetzgeber so ein paar Hochglanzbroschüren der Landesregierung aus ihrem Werbeetat. Dann haben wir das Geld auch eingespart. Vielen Dank.